Okay, also noch feiert mich hier niemand, weil ich bin halt einfach noch nicht im Bar. Du fandest Melody interessant, aber die kam doch nur in der Serie vor, oder? Oder war das jetzt eine andere Arena-Leiterin? Oh Gott, ich bin so raus aus der Thematik. Erenia, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Naja. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Turfield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Ist okay. Hey Challenger, ich freue mich schon auf die Kämpfe. Viel Glück. Danke, danke. Danke, Anke. Bitte Brigitte. Oh, nicht die richtige Richtung, würde ich meinen, wa? Muschen lang. Oh, ich glaube hier, die sind ja alle so schön aufgestellt wie... Lauf hier lang und nicht woanders hin, du Spacken! Ist das eine Feuerwehrstation? Arena Challenge, Arena Challenge. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Geht klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Geht klar. Na dann hopp. Wir, deine Pokémon sind jetzt plötzlich stärker als gestern. Das kaufe ich ihm nicht ab dann. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena-Challenge. Der ist um ein Level gestiegen. Also. Melody war die, die Misty eifersüchtig gemacht hat? Ich erinnere mich nicht. Tschüssi, Wolli. Ach, Melody aus dem zweiten Film. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wahnsinn. Du hast die Wechselwirkung... Ja, ich habe die Wechselwirkung verinnerlicht. Das musst du mir nicht jedes Mal erklären. Das weiß ich auch ohne dein Zutun. Chimpep, nein. Ich wechsle doch jetzt nicht, wenn jetzt gerade ein Pflanzentyp reinkommt. Echt jetzt? Naja, gut, ist nur fair. Was ich kann, kann er halt auch. Ja, ich wechsle mal das Pokémon. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Ich und in der Klemme nix da. Ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt. Also er denkt jetzt echt, mit einem Pokémon kann er mich komplett auslöschen. Okay. Fürstman macht sich Sorgen? Wieso machst du dir Sorgen, Fürstman? Schmeckt Vogelfleisch nicht? Jetzt drückst du auf die Tastatur.
Da ist wohl noch Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Nicht schlecht, Rivalin. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Ah, hier hast du meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Will jemand? Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zur Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen. Knallhart. Damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnapp ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp aus Furlongham. Ja, nee, ist klar. Bitte mach mein Pokémon wieder fit. Dankeschön. Und dann gehen wir mal auf Route 3 und gucken mal, ob wir noch eins gefangen bekommen. Oder ob wir jetzt mittlerweile schon so imbar sind, dass wir keine mehr fangen können. Ich glaube aber nicht. Weil ein viertes im Team wäre schon nicht schlecht. Hallo, hast du was für mich? Guck dir das Fußballspiel an. Hallo, ihr Brüder. Ich möchte etwas verkaufen. Aus meiner Schatztasche. Und zwar Nugget. Sternentaub. 5 Mini-Pilze. Honig 2. Mein Essen ist da. Wartet, ich bin gleich wieder da. Was ist dein Problem? So. Essen ist da. Es gibt heute Miso-Suppe. Ich liebe original selbstgemachte Miso-Suppe von Asiaten. Ach ja, und zu Melody, ich mochte sie übrigens sehr im zweiten Film. Ich mochte allgemein den zweiten Film sehr nach dem ersten. Ich glaube, der ist sogar mir lieber gewesen als der erste Film. Oh, Miso-Suppe mit Tofu. Miso-Suppe ist übrigens richtig geil. Und heiß. Ich habe gerade den Löffel ein bisschen zu voll genommen. So, jetzt kann ich auch wieder die Kopfhörer aufsetzen. So. Jetzt verkaufen wir noch den Riesenpilz. Uff! Uff! Wir können uns neues Arena-Outfit kaufen. Geil. Immer her damit. Ich brauche ein neues Outfit. Go, go, go. Ich brauche ein neues Outfit. So, so, so. Aber das Einfache ist mir zu einfach. Deswegen will ich gucken, ob ich was anderes kriege. Ich muss ja in Erinnerung bleiben, ne? Im Übrigen würde ich mir auch sehr einen Pokémon Ranger-Teil für die Switch wünschen. Ich weiß zwar nicht, wie man das dann mit den Kreisen machen will, aber ich würde es mir trotzdem sehr wünschen. Habt ihr Kostüme?
Ihr habt kein Liga-Outfit. Bei euch gehe ich nie wieder einkaufen. Mensch, ein Liga-Outfit wäre mir jetzt lieber gewesen. Na gut. Dann machen wir uns jetzt auf zu Route 3. Holen uns jetzt das nächste Pokémon. Uff. Wegen dir, was hat er denn gemacht? Erzähl mal. Erzähl mal, Tarumis. Ist das eine Boutique? Nee, das ist die Pension, das ist das Inn, genau. Das ist das Knospi Inn, das ist keine Boutique. So. Wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Ach nee. Bei der Vergiftung hilft Gegengift. Wenn du immer genug Identität dabei hast, kommst du auch ohne Pokécenter sehr weit. Ich will dieses Vulpix. Entschuldigung. Ich bin wahrscheinlich einer der schlechten Nuzlocke-Gamer überhaupt, aber ich will dieses freaking Vulpix. Nicht weh, oder? Nein. Okay. Bleib drinne, Vulpix. Bleib drinne. Bleib! Yes! Wir haben ein Vulpix. Wir haben ein Vulpix. Ich liebe Vulpix. In seiner Jugend hat es 6 hinreißende Schweife. Während es wächst, kommen noch weitere neue Schweife hinzu. Ja, wir geben ihm einen Spitznamen und wir nennen es Beauty. Sehr nice. Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Okay. Muss ich gleich weinen? Nein. Doppelkick. Jetzt noch ein Ruckzuckhieb. Dann war das Vulpix erst eine Geschichte. Die Miso-Suppe ist übrigens gut. Mit Nudeln wäre die noch besser. Was? Die hatte nur ein Pokémon? Naja, immerhin haben wir ihr von ihrer hohen Schule das Taschengeld abgezwackt. Ich hätte vielleicht ein Frutini nehmen sollen wegen Pflanze, Wasser, zweite Arena. Wäre vielleicht cleverer gewesen.
Naja, bis zur Wasserarena wird es ja hoffentlich noch ein Gebiet geben, wo ich mir noch was holen kann. Was hat ein Vortex eigentlich für... Bisher nur Männer, was stimmt denn mit mir nicht? Okay. Blüte hat keine Feuerattacken. Nur Männer so. Ich kann doch nichts dafür, dass ich nur männliche Pokémon hier habe. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Einmal einen Fehler gemacht, schwupp nur Männer. Ich glaube, das ist das Streamerinnen-Live. Easter Egg ist ein bisschen schläfrig. Tut mir leid, Easter. Du bist halt der OP der Gruppe. Du bist der Star. Habe ich mal eine Frage. Wie viele von euch haben das Starter-Pokémon immer bis zur Top 4 mitgenommen früher? Also wirklich bis zum Schluss mitgezogen. Ah, DJ. DJ. Hello. Du, okay. Ich weiß gar nicht. Ich habe immer das Starter-Pokémon so ziemlich lange durchgeschleift. Lag wahrscheinlich auch daran, weil es mit eins der bestgeleveltsten Pokémon meistens war. Weil, ja... Ich hatte sie ja halt immer dabei, ne? So, ich bin traurig, meine Miso-Suppe ist alle. Ich habe damals bei Rot-Blau direkt gewechselt, als ich ein volles Psycho-Geist-Team hatte. Nein, du musst mir keinen Tipp geben. Da ich ja eh nur zufällig... entgegenlaufe, so gut es geht, zumindest, ist das schwer mit dem gezielten Mädchen oder einem Jungen aussuchen. Und nein, ich werde kein Salz auf die Fensterbank streuen, das wird sowieso nicht funktionieren, kann ich dir schon so sagen. Hat bei meinen Eltern auch nicht geklappt. Die wollten nämlich eigentlich mal einen Jungen haben. Tja, und seht, was sie bekommen haben. Mich. So, Moment, ich muss kurz mein Sushi behandeln. Das braucht gerade ein Bad in Sojasauce. Ich liebe Sushi. Jetzt habe ich es doch ein bisschen zu sehr übertrieben mit der Soja. Okay. Wobei, man kann nie genug mit Soja übertreiben. Es muss drinne schwimmen. Sushi muss in Soja schwimmen, dann ist das gut. Detail, ich verstehe, wir verstehen uns. Ja, es gibt nicht zu viel Sojasauce, es gibt immer nur zu wenig. Sagt der Bot jetzt, wie oft man diesen einen... Ach ja, im Übrigen, was ich euch auch noch sagen wollte, das ist dann, das hab ich vergessen. Ich bin in der Beta drinne, wo Follower schon... Emojis nutzen können. Also ihr müsst kein Abo abschließen, sondern es reicht halt im Prinzip Follower zu sein und dann könnt ihr ein paar Skippy-Emojis nutzen. Schaut mal euch einfach an, was da ist. Es sind 5 Stück. Ich hoffe, sie gefallen euch. So, hallo Sushi. Hi, liebe Scheiße, ich liebe Sushi.
Das ist meine Gamer-Edition. Oh, du folgst mir? Na gut. Na, Kleine, wie heißt du? Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Wenn sie jetzt Bärbel heißt, lach ich. Laura Na hat ein Glück. Ein Pam-Pam. War Pam-Pam nicht ein Normal-Pokémon? Du willst dich jetzt echt mit meinem First Man anlegen? Na gut. Das heißt, du kannst jetzt von deiner Frau mehr Emojis machen lassen, Julia. Mit alle was von haben. Ich habe die Nachricht übrigens an dem Tag bekommen, am 2. Ich habe es nur vergessen, dann schon vorher ein bisschen auszuführen. Also gestern auszuführen und ja. Was ist denn ein Tesla für eine Attacke? Das ist ja cool, dass es da so eine Serie gibt, die allein auf Fortor basiert. Mega. Wie verloren? Habe ich nicht genug über Pokémon gelernt? Nee. Und dein Taschengeld gehört jetzt mir. Du
kannst auf den, auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Mhm. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt also hier campen. Nice, nice. Na dann. Und was für ein Club? Guck nicht so streng, Vulpix. Are you so serious? Na, wer will mit meinen Bällen spielen? Wo liegt denn jetzt der Ball? So, dann kochen wir mal. Heute gibt's gute Dosenbohnen. Und eine Sinnelbeere. Das ist alles an Beeren, was ich habe. Na dann geht's halt an den Sperki. So, jetzt kommt noch viel Liebe rein. Bohnencurry. Erbsenbohnen Linsen bringen Arsch zum Grinsen. Das wird eine tolle Nacht in dem Zelt. Na komm, Mauerblümchen. Ich wusste doch, dass du auch mal spielen willst. Vulpix? Ich meine, Pewdie, willst du auch mitmachen? Thank you.
Scheint jetzt, wenn Mauerblümchen den Ball nicht mag. Na gut. Habe ich das gerade richtig gesehen, wo man unser Hype machen kann? Du brauchst ja dann fast gar keinen Center mehr. Einfach überall campen.